Gamescom, Gamescom, Gamescom. Hey! Ja Leute, willkommen wieder hier zurück zum Tag Nummer 1 von der Gamescom. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Die Freude ist noch groß. Man weiß nicht, wer es für ein Anfang ist. Ich hoffe mal immer noch, dass es ja in vielen Bundesländern keine Fans sind, dass nicht ganz so viel los ist. Und wenn ja, habe ich ein kleines Problem. Ich fahre jetzt Richtung Köln-Messe. Ich bin mal gespannt, wo ich rauskomme. Ich weiß nämlich keine Adresse mehr und im Navi ist es auch nicht mal verzeichnet, wo ich letztes Mal war, wo der Parkplatz ist. Vielleicht komme ich auch heute über einen anderen, Eingang. Ich glaube, das war der Nord, wo ich letztes Mal drin war. Oder Süd. Ich glaube, Süd war es letztes Mal. Und jedenfalls bin ich mal gespannt, wie es heute wird. Eindrücke und alles werdet ihr sehen. Gelungenen Gamescom-Tag habe ich natürlich jetzt ein paar Sachen bekommen, geschenkt. Ich war bei World War 3, da habe ich ein paar Sachen bekommen. Ich war bei anderen Spielen noch gewesen, habe Keys bekommen und. Jedenfalls war es das der erste Tag. Ich habe nicht viel Filmmaterial, weil ich immer jetzt ausnutze. Letztes Jahr oder vor 2 Jahren bin ich rumgelaufen und habe wenig angespielt in dieser renne ich wirklich am Anfang zu den ersten Sachen. Heute war Battlefield das erste. Danach war ich bei Conqueror's Blade, falls man es lesen kann. Geiles Strategiespiel. Sowas habe ich mir schon immer, sowas wollte ich gerne spielen, schon lange. Und dann war ich noch bei World War 2 und habe mir natürlich ein Gamescom T-Shirt mit meinem Namen. Aber es kommt vielleicht nochmal am letzten Tag dazu, was alles dazu kommt. Leute, ich sage einfach mal, ich lege mich hin, meine Beine qualmen und dann adieu, bis morgen.